3, 2, 1 und go! Hi und welcome back zusammen zur Fitness Challenge mit GQ, Porsche Design und Kult. Eine Woche lang habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag ein neues Workout mit uns kennenzulernen. Und das Beste, ihr könnt auch sofort mitmachen. Gestern hattet ihr die Möglichkeit, mit Dennis zu trainieren. Da gab es ein Upper Body Workout mit dem Fokus auf Brust und Schulter. Und heute habt ihr mit mir die Ehre. Mein Name ist Simon und mit mir trainiert ihr heute euren Bauch, die Beine und den Popo. Bevor wir aber loslegen, erkläre ich euch ganz schnell einmal, wie das Workout vonstatten läuft. Erkläre ich euch kurz die Übungen und dann können wir voll und ganz durchziehen. Jetzt! Ja, was braucht ihr für das Workout? Nicht viel, drei Dinge. Nummer eins, ein bisschen Platz mit einer Isomatte. Nummer zwei, so ein kurzes Seil oder auch eine Flasche oder sonst irgendwas, was ihr in die Hand nehmen könnt. Und dann natürlich Bock, mit mir zusammen zu trainieren. Das Workout ist relativ simpel aufgebaut. Es sind zwei Blöcke. Block 1 werden 6 Übungen sein für die Beine und den Po. Und Block 2, 6 Übungen für den Bauch. Die werden wir jeweils zweimal durchtrainieren. 30 Sekunden arbeiten, 15 Sekunden Pause. Und jetzt erkläre ich euch die Übungen zu Block 1, zu Beine- und Po-Übungen. Block 2 erkläre ich euch dann in dem Break zwischen Block 1 und Block 2. Block 1 beginnen wir mit den Jumping Squats. Und zwar sehen die so aus. Wenn das zu anstrengend ist oder wer schon eine Challenge dabei hat, dass er ganz normale Squats macht, der darf natürlich auch ganz normale Squats machen. Übung Nummer 2 werden Cross Lunges sein. Die sehen so aus. Der Oberkörper bleibt hier aufrecht, gerade und die Knie rotieren. Wenn das zu anstrengend ist, der darf auch gerne bei dieser Übung die Knie ablegen. Nummer 3 sind dann auf der Matte die Superman Leg Raises. Und zwar legen wir uns da mit dem Bauch auf die Matte und strecken die Arme nach vorne aus. Wir dürfen sie auch anwinkeln, Beine nach oben angewinkelt und dann geben wir die Hüften und die Fersen in die Höhe. Übung Nummer 4 kommen wir dann wieder auf die Beine. Und zwar machen wir hier dann diese netten Übungen, diese Lunge Jumps. Wenn das auch zu anstrengend ist, der darf auch gerne in den normalen Lunge gehen und das Knie auf den Boden ablegen. Dann haben wir die Übung Nummer 5. Das sind Side Leg Raises. Da legen wir uns auf die Matte, bilden eine Gerade mit Oberkörper und Bein und heben den Oberschenkel und das Sprunggelenk rotiert dabei. Machen wir in Runde 1 das linke Bein, in Runde 2 das rechte. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Side Lunges. Die sehen folgendermaßen aus. Gehen in den seitlichen Lunge, verlagern unser Körpergewicht auf dem Oberschenkel, Knie ist auf Höhe des Knöchels. Da natürlich auch einmal auf die rechte Seite und dann in Runde 2 auf die linke. Und wenn ihr jetzt soweit seid, dann lasst uns zusammen. Wer noch einen kleinen Schluck trinken will, sondern einen kleinen Schluck trinken. Und dann starten wir zusammen in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Pause, die richtige Atmung nicht vergessen, schüttelt euch aus
Und dann kommen wir direkt zu Übung 2, den Cross Lunge in 3, 2, 1 und go. Sehr stark. Stellt eure Beine aus, wir nehmen die Matten und gehen direkt hier in Superman. Leg Raise, 2, 1, 0. Sehr stark. Übung Nummer 4. Die Lunge Jumps in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Ganz schön an und dann haben wir Übung Nummer 5. Gehen wir auf die Isomatte. Side Leg Raises. Denkt daran, dass das Sprunggelenk rotiert. Atmen, ganz, ganz wichtig. Aus- und einatmen bei den Übungen. Sehr gut. Und Übung Nummer 6. Die Side Lunges in 3, 2, 1 und go. Stark. Erste Runde geschafft. Und in 10 Sekunden sind wir dann bei Runde 5, 4, 3, 2, 1 und go. Hervorragend, sieht richtig gut aus, bleibt dabei und wir haben noch genau 5 Sekunden und dann kommen wir zu den Cross Lunges und go!
Sehr stark. Unsere Superman Leg Raises. Zum zweiten Mal. Und wir sind ready in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Sehr stark. Jetzt haben wir die Lunge Jumps oder die ganz normalen Lunges, so wie ich für euch challenged. Und go. Sehr gut, schaut super aus bei euch. Ich hoffe, euch strengt es auch so an wie mich. Die Leg Raises, Side Leg Raises, diesmal die andere Seite. Und das Unterbein bzw. der Fuß rotiert bei der Übung. Ganz wichtig auch, dass ihr hier Oberkörper und Beine eine Linie bildet. Wie gesagt, die Atmung nicht vergessen. Sehr gut. Die letzte Übung. Und dann haben wir den ersten Block geschafft. Und zwar die Side Lunges auf die andere Seite. In 5, 4, 3, 2, 1 und go. Stark! Richtig stark! Ja, 50% des Workouts haben wir jetzt. Richtig stark. Jetzt kommt der Bauch dran. Ich zeige euch ganz kurz die Übung. Die 6 Übungen Bauch. Übung Nummer 1 ist der Russian Twist. Nehmt das Seil oder die Flasche und dann rotieren die Ellbogen von links nach rechts und der Kopf folgt der Bewegung. Übung Nummer 2 sind die ganz normalen Sit-Ups. Hier benutzen wir oder nutzen wir die ganze Bewegungsamplitude aus. Für wen das zu anstrengend ist, der kann auch gerne die ganz normalen Crunches machen. Nummer 3 sind dann die Reverse Crunches. Das heißt, legt uns auf den Rücken und ohne Schwung, nur aus der Bauchmuskelkraft, bringen wir die Beine nach oben in die Luft. Übung Nummer 4 sind dann die Bicycle Crunches, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Und zwar führen wir gegenüberliegen Ellbogen und Knie zusammen, strecken die Beine aus. Wenn das zu schnell ist, der kann auch gerne ein langsameres Tempo ausmachen für sich,
Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Übung Nummer 5, da brauchen wir keine Matte, wer das nicht möchte. Ich persönlich trainiere das lieber immer ohne Matte. Und zwar machen wir dann Mountain Climbers, gehen ganz normal in Liegestützposition, hinten zusammenkneifen und dann bringen wir die Knie, so gut es geht, zur Brust. Wenn das zu anstrengend ist, der darf auch gerne die Beine einzeln zur Brust führen. Und zu guter Letzt, die letzte Übung ist die Plank. Und zwar machen wir die auf dem Unterarm, der Hintern zusammenkneift, wird gekniffen, der Hintern wird zusammengekniffen. Wir führen die Übung aus, indem wir die Hüfte leicht nach vorne kippen, der Bauchnabel zieht nach innen und wer sich dann noch challengen will, drückt die Ellbogen richtig fest in die Matte. Das sind unsere Bauchübungen und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder los. Ja, und dann lasse ich gleich den Bauch starten. Ich lege die Matte so ein bisschen quer, dass man das Ganze auch noch ein bisschen sieht. Und dann können wir auch starten in 10 Sekunden. Ich hoffe, ihr seid wieder ready. Und dann gehen wir los in 3, 2, 1 und go. So, Übung Nummer 1 haben wir, dann haben wir einen kurzen Break, geht auch gleich wieder los. In 5 Sekunden machen wir die Sit-Ups, 3, 2, 1 und go. Sehr gut, jetzt Reverse Crunch und denkt daran, nur aus der Bauchmuskelkraft nicht Schwung holen. Wir machen weiter in 3, 2, 1 und go. Sehr gut, richtig gut und jetzt 10 Sekunden in Bicycle Crunch, 3, 2, 1 und go. Sehr gut. Richtig, richtig gut. Bleibt voll dabei. Übung Nummer 5. In 5 Sekunden die Mountain Climbers.
Und gleich haben wir die dritte Runde unseres gesamten Workouts geschafft. 5 Sekunden gehen wir in die Plank. Und go! Sehr gut. Erste Runde unseres zweiten Blocks geschafft. Und in 5 Sekunden gehen wir weiter in die letzte Runde. Ich nehme es wieder quer. Und dann in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Sehr gut. Wir haben jetzt wieder 10 Sekunden noch Pause und dann gehen wir in die Sit-Ups. In 5, 4, 3, 2, 1 und go. Crunch zeige ich euch jetzt auch noch einmal von der Seite. So sind wir soweit und go. Das Ganze, wie gesagt, ohne Schwung, nur aus den Bauchmuskeln. Sehr gut. Übung Nummer 4. Bicycle Crunch in 10 Sekunden. Wenn es zu anstrengend ist, dann kann auch gerne den normalen Crunch machen. Und go. Ich lege jetzt die Matte wieder zur Seite für den Mountain Climber, damit die Matte da einfach nicht stört. Aber ich kann das machen, wie ihr natürlich wollt. 3, 2, 1 und go. Übung, dann habe ich es geschafft. Und zwar noch einmal die Plank. Das nochmal von der Seite. 5, 4, 3, 2, 1 und go.
So Leute, wir haben es geschafft. Stark, dass ihr durchgehalten habt. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. So, jetzt dürft ihr euch was zu trinken holen. Ihr habt es euch verdient. Richtig stark mitgemacht. Wenn es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir, wenn ihr noch mehr Lust drauf habt, mit uns zu trainieren, dann abonniert doch den YouTube-Kanal von GQ Germany, von Porsche Design, die Instagram-Kanäle der beiden sowie auch den von Kult Models. Und morgen geht's weiter für euch. Und zwar erzählt euch mein Kumpel Stefan dann was zum Thema Nutrition. Und ich sage danke, ich bin raus. Ciao, euer Simon.